Ultra-Spoiler zu Jujutsu Kaisen. Die neuen Spoiler sind draußen und Gojo erklärt uns diesmal den Black Flash. Einen Black Flash zu erlangen ist lediglich Glückssache und selbst mit seinen Six Eyes kann Gojo das nicht bewusst steuern. Nanami hält zwar den Rekord, aber Gojo hat insgesamt mehr Black Flashes bekommen. Miguel, Chozo, Maki und Yuji kämpfen gegen Sukuna weiter und Sukuna landet nach seinem zweiten Black Flash gegen LaRue aus dem letzten Kapitel einen dritten Black Flash gegen Maki und dismantelt sie weg. Chozo ist der nächste, er weicht zwar den Dismantles aus, wird aber dann mit einem vierten Black Flash getroffen. Yuji stellt sich Sukuna und kann ihn zurückdrängen. Mit LaRues Hilfe als Ablenkung schlägt Yuji auch einen gewaltigen Black Flash auf Sukuna ein und macht endlich seinen Move. Yuji ist erwacht und ist der jetzt endlich der Main Character, den die Serie braucht?